Willkommen zurück bei Zelda The Wind Waker. Ich habe mit der letzten Aufnahme echte Probleme gehabt. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal wissen, wo komme ich raus? Ich komme ganz am Eingang der Bastion. Oh Gott. Ich komme am Eingang der Bastion raus, wenn ich den Spielstand lade. Nicht so angenehm, aber wir haben ja zum Glück eine Abkürzung schon. Wahrscheinlich hätte ich das Fass kaum gebraucht. Ja doch, hier. Hierfür brauche ich das Fass. Die Abkürzung davon haben wir noch nicht. Das ist schade. Aber... Oh. Immer die gleiche Videosequenz. Ich will eigentlich noch ein paar Suchscheinwerfer ausschalten. Deswegen gehen wir mal hier rüber. Da ist nämlich einer. Machen wir einfach mal. Versuchen wir mal kurz einen Prozess zu machen mit denen, dass wir nicht mehr so weit ausweichen müssen. Ich kann dieses Ding übrigens auch werfen, aber mit einfachem Zuschlagen reicht's aus. So, und jetzt will ich noch den dritten. Hüpfe ich da einfach runter? Kann ich da einfach hoch? Ne, ich kann da nicht drauf. Jetzt müssen wir vielleicht einen Trick verwenden. Mal gucken, wie gut die Entwickler waren. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Also gut, da muss ich hier unten durch irgendwo durch ein Portal durch. Durch so ein Tor. Mit Schwimmen erreiche ich dann nichts. Gehen wir hier mal auf die andere Seite rüber. Und zwar, wenn möglichst oben. Das ist die Gefängniszelle. Oh. Okay, das hat funktioniert. Gehen wir mal hier rüber. Wenn es da auch nicht ist, der Weg, den wir gerade suchen. Doch, hier ist eine Leiter. Leiter ist gut. Also wenn die Suchscheinwerfer aus sind, ja, ich kletter an der richtigen Stelle hoch. Ich habe gerade auf der Karte geguckt. Wenn die Suchscheinwerfer aus sind, dann ist der ganze Laden ein bisschen einfacher. Komm, greif an. Bum, bum. Ey! Das hat ihm nicht die Waffe weggenommen. Warum nicht? Nochmal, komm, komm. Spring, Sprungangriff. Lass deine Waffe fallen, bitte. Danke. Ich brauche deine Waffe. Danke. Und jetzt brauche ich dich und hau dir in den Hintern und werf auf dich. Oh, das war eine scheiß Idee. Ich klopf dich zu Brei. Hier, fang. So, jetzt sind alle Suchscheinwerfer aus. Jetzt ist der Bereich hier unten, der Hof, ein bisschen einfacher. Ja. Außerdem hatten wir da drüben eine Abkürzung. Wir haben uns jetzt den Dungeon, die Bastion, ein bisschen einfacher gemacht. Einfach dadurch, dass wir die, ja, wie gesagt, einfach, dass wir die Scheinwerfer gemacht haben. Und können jetzt ein bisschen leichter hier durchlaufen. So, da ich gerade was auf der Karte gesehen habe, bin ich mal so frei. Lauf noch hier rein. Das war der einzige Raum, den wir noch nicht hatten im oberen,
im ersten Geschoss. Das Erdgeschoss haben wir auch komplett erkundet. Ja, jetzt haben wir auch die Erkundung komplett. Das bringt jetzt irgendwie gar nichts, aber das wollte ich jetzt doch haben. Nehmen wir aber trotzdem unsere Abkürzung, um wieder. Ja, ich weiß, dass ich da hoch muss, da bin ich ja unterwegs hin. Oh Mann. Wir nehmen die Abkürzung, die wir geöffnet hatten. Da war ja ein Suchscheinwerfer auf der anderen Seite. Also die Leiter da drüben, das war zu einem Scheinwerfer. Link! Ich lenk nach oben an der Leiter, er klettert nach unten, weil ich die Kamera gedreht habe. Das ist ja in Ordnung, aber dass er dann auch noch fast in den Tod springt, das muss dann nicht sein. So. Wo sind wir hergekommen? Wo wollen wir hin? Wir sind, glaube ich, von. Ne, wir sind nicht von da gekommen. Wir nehmen mal einfach diese Leiter hier. Ich meine, hoch ist ganz gut. Wir wollen in den Turm. Deswegen ist der Weg hoch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ah ja, genau, hier sind wir richtig. Wir sind von da gekommen. Was ist? Ist nicht mehr weit bis zum Gefängnis deiner Schwester. Sie sind schon. Ja. Ich weiß. Den Trick kenne ich eigentlich schon. Ich wollte aber auch eigentlich nur zeigen. Da sind wir hergekommen. Da unten war ein Moblin. Und da. Da sollen wir uns jetzt an die Wand pressen. Wenn wir uns an die Wand gepresst haben, dann können wir ganz langsam an der Wand entlang auf Zehenspitzen. Wenn ich jetzt A loslasse, falle ich, glaube ich, sofort runter. Ja. Also A loslassen ist dann wirklich ein sofortiges Ende. Da geht's zu einer Abkürzung. Seht ihr das da unten? Wie komme ich da hin? Ich will diesen Weg öffnen. Moment. Welcher Vorsprung ist das? Ich weiß es nicht, ich springe einfach. Ach, das ist Nordturm und. Ja. Ist jetzt egal, welcher Weg das ist. Wir öffnen halt die Abkürzung. Sowas ist immer gut. Wir nehmen jetzt auch die restlichen Rubine mit. Rupees. Klingt viel cooler als Rubine. So. Und wieder die Videosequenz. Nee, das war jetzt eine Videosequenz mit die mir sagen soll, hier, guck mal. Hier kannst du eine Abkürzung öffnen oder so. So. Jetzt will ich welche Abkürzung nehmen, um wieder geschickt hochzukommen. Oh je. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich glaube, hier ist ganz gut. Dieses Spiel, ne? Guck, da ist der Turm. Zum 200. Mal. Da musst du hin. Ja, ich will erkunden. Es ist ein Zelda-Spiel. Da will man doch die Gegend erkunden. Meine Güte. Wenigstens weiß ich, dass man durch Rollen schneller ist als durch Laufen. Das sind so die kleinen Details, die man wissen kann. Nachteil ist, wir müssen wieder diese langwierige Anpressenbewegung machen. Aber ganz. Dieser Blick, ne? Ich kriege euch alle. Also der Comic-Stil hat ja schon was für sich. Ja, anpressen, danke. Der Comic-Stil ist schon irgendwie cool. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die alten Super Nintendo-Spiele, die keine 3D-Grafik hatten, sondern nur Sprites. Da waren die Sprites so schön gezeichnet und hatten so schöne, ja, Gesichtsausdrücke manchmal. Ey, guck mal, da ist ein Schwert.
Ah, Schwert. Oh, Stacheln. Oh, Gegner. Du hast das verlorene Heronschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. So, und jetzt? Ah, der Special-Angriff hat nicht getroffen. Dafür war der umso besser. Er hat gerade kein Schwert. Mein Gegner hat kein Schwert. Verdammt, verfehlt. Aber ich habe ihn besiegt. Verschwind die Stacheln. Die Tür geht zumindest mal auf. Oh, ein Glücksamulett. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Und wir können dieses Schwert hier mitnehmen. Wow, wow. Es macht ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, als unser Heronenschwert, aber ist langsamer und ich kann nicht währenddessen blocken. Nein, ich habe gerade überlegt, kommt jetzt dieser... Oh nein. Na, guck mal. Ariel. Vogel! Und die... Der Link wird weggetragen, die Mädels sitzen da alle. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt weiterging. Oh. Oh, das macht der Vogel also. Kopfzuck. Wurf. Der hat einen guten Wurf Nacken. Und Link treibt mitten im Ozean, mitten im Nirgendwo. Und da ist ein Schiff. Danke dem Bootsführer. Kabarak. Kabarak. Rauf, Kabarak. Komm zu dir, Kabarak. Schiffsführer? Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwerer von Begriff, als ich dachte. Ah, das ist Boot redet. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leutenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Meine Nase juckt. Kabarak, ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Kabarak, hast du immer noch ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Ja, ja. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir.
Aber mit den Kräften, die du am Ende dies deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Oh ja. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große weite Meer. So viel verstehst du von der Seefahrt sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen. Vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Ich zeige euch mal was. Karte. So. Hier ist Präludien. Da oben ist die verwunschene Bastion. Und hier sind wir jetzt in Portemonnaie. Wir sind also einmal quer durch die Welt gereist. Oh yeah. Und hier gibt es schon so viel. Auf dieser Insel gibt es schon so viel zu erledigen. Das will man eigentlich gar nicht alles wissen. So. Und dann noch selten schon aus Reflekten, Auslauf, aber dann macht man sich so, okay. Hätte der jetzt was gesagt von wegen, bring mir die Schweine wieder, dann hätte ich liebend gerne eine Quest für ihn erfüllt. Nein. Ach. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist, da ist eine Landungsbrücke, da ist ein Sandstrand, das ist gut. Man sollte nicht in die falsche Richtung losschwimmen, weil Link kann nicht ewig schwimmen. Oh, guck mal, der ist ganz traurig. Ich flehe dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst mir meine Bitte anhören. Wo drückt der Schuh? Meine über alles geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuern der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was sie sich dabei denken. Sie durchstreifen den ganzen Land und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Frag's nochmal, was wollen die nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir wirklich ganz zu holen. Ich flehe dich an, bitte, rette meine Tochter. Ich flehe dich an. Ja, okay. Das ist eine Quest, die nehme ich liebend gerne, weil genau die wollen wir ja auch machen. So, dann gucken wir mal. Hier will ich mich an die Wand pressen. Dann will ich da rüber. Ich fange mit Dingen an, die gar nicht notwendig sind erstmal. Aber so ist es halt bei Zelda-Spielen. Wer mein Link to the Past Let's Play gesehen hatte, weiß, dass ich... Warum ist Link jetzt nicht... Warum ist er jetzt so eine große Kurve gelaufen? Das habe ich nicht gesteuert. Link, please. Das gibt's doch nicht. Weil das Anpressen halt auch so zuverlässig funktioniert. Wenn ich an die Wand renne, kann ich mich nicht anpressen, weil ich roll. Ich muss gegen die Wand laufen und dann daran drücken. Ich meine, wenigstens haben wir eine angenehme Musik. Ach, jetzt darf ich plötzlich doch ganz auf die Plattform drauf. Ja, super, hey. So, hier holen wir uns erstmal. Was waren das? 15 Rubine. Dann kann man hier hochklettern und da reinkrabbeln. Ich sollte dazu sagen, das mache ich, weil der Bombenladen. Also, das ist der Bombenladen. Das Symbol war ja vorne auf der Tür zu sehen. Hier auch. Der sagt, er hat zu. Von wo bist du, freches Görbel, reingekommen? Das sagt, er hat zu und lässt mich nicht rein. Du bist hier im Bombenladen. Wenn du dich umsehen willst, mach das mit Hilfe von. Okay. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Jetzt sag mir bitte bloß nicht, dass du dir das leisten kannst. Haha. Du wirst einfach nicht verstehen, oder? Du kannst dir es nicht leisten, du Lümmel. Und jetzt verschwinde. Ja. Kinder gehören nicht zu seinen Kunden. Verschwinde. Manu. Der Zugang zum Bombenladen ist aber noch wichtig. Ich weiß noch nicht mehr ganz, wie er funktioniert hat. Ich suche ein bestimmtes Gebäude, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ab wann das geht, ob das jetzt schon geht oder erst ein bisschen später im Spiel.
Ah, immer fröhlich, der Herr. Da tanzt einer, da können wir auch noch nichts machen. Ich weiß gerade auch leider nicht mehr, wie das Gebäude von außen aussah. Ich weiß auch gar nicht, wie es von innen aussah. Uiuiuiui, ein grünes Gewand wie meins, dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Ui! Du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen, bist du meine Rettung geheilt, oder? 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 Du brauchst nicht zu sagen, Tingle weiß auch so Bescheid. Tingle weiß Bescheid. Mein Name ist Tingle, mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach euch. Aber irgendwelchen Leuten habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist. Also da gibt's keinen. Gab's keinen Hotspot. Keine Aktion. Aber da ist der Schalter. Also wie in der verwunschenen Bastion. Die Zellen gehen auf, indem man einen Schalter drückt. Tingle mit der roten Nase. Ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Tingle. Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Und er macht einfach mal die Item-Get-Pose nach. Du hast die Tingle-Flasche bekommen. Schreibe Miiverse-Nachrichten. Stecke sie in die Flasche und sende sie an Leuten, die du gar nicht kennst. Verwende sie, indem du sie bla bla bla. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Da können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingle mich erstmal auf mein wundervolles kleines Eiland. Du weißt ja, wo du mich findest. Ups, habe ich doch gerade was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Oder? Du hast Tingles Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Rufe den Kartenbildschirm auf. Wirf doch mal auf dem Kartenbildschirm einen Blick darauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingle-Flasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Das war das richtige Gebäude. Ja, ich weiß, dass ich jetzt Nachrichten... So. Ich möchte aber auf der Karte bleiben, bitte. So, und jetzt kann ich hier erstmal... schön um den Rubin außenrum. Nee, ich möchte eigentlich diese Kiste hier nehmen und ziehen und ziehen und ziehen. Und hinten dran ist... ein Loch. Ein Krabbelloch. Und das hier ist ein Labyrinth. Ich bin mal gemein. Weil ich gerade zu faul bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja normalerweise, sage ich ja immer, Labyrinthe, rechte Wand folgen und gut ist. Aber... das Problem an diesem Labyrinth ist, dass die falschen Wege zu Löchern führen und man dann rausfällt. Maps and Charts. Wusste ich doch, es gibt eine Karte. Genau, es gibt Wege. Wenn man denen folgt, dann wird man eben aus dem Labyrinth gekickt. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt, krabbel ich jetzt einen Weg. Einfach geradeaus weiter jetzt von hier aus. Oh, es gibt auch noch Rubine. So, wenn ich jetzt hier links gehen würde, man sieht schon, da ist so eine, da war so ein Ding auf dem Boden. So, dann bin ich jetzt hier. Genau, jetzt will ich einmal ganz geradeaus wieder. Da war auch so ein Loch links. Wenn ich da reingehe, dann lande ich beim Leuenboot.
Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen bis hierher kommen. Hier ist nämlich eine Truhe. Da, 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 da. Die Fotobox. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig aufbewahren. So, und jetzt können wir nämlich, ich nehme die anstelle des Teleskops, können wir Fotos schießen. Und diese Fotos kann man dann auch ins Miiverse packen. Also wenn man eine Tingelflaschenpost aufgibt, kann man die auch mit einem Bild anreichern. Das Problem bei der Kamera ist gerade noch, wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Schädel, so ein so zack. Ich kann auch den Modus umschalten zum Selfie-Modus, aber ich möchte jetzt den Schädel fotografieren. Es ist schwarz-weiß. Hat zwar was schwarz-weiß, aber es gibt später im Spiel Dinge, da muss man Farbbilder schießen können. Und deswegen müssen wir jetzt auch noch versuchen. Blöde Ratte. Ne, es war Absicht. Deswegen müssen wir jetzt auch noch schaffen, einen Weg zu finden, Farbbilder zu schießen. Bombenladen. Und dazu muss man in Portemonnaie ein bestimmtes Haus wiederum aufsuchen. Das war... Wir erkunden die Stadt noch in Ruhe. Ich möchte einfach die Fotogeschichte möglichst früh abschließen. War das das hier? Wenn man die Fotogeschichte abgeschlossen hat, dann hat man halt ein paar Möglichkeiten mehr. Nein, das ist ein anderes. Das ist ein anderes Haus. Und das ist nervig. Das sieht auch aus wie eine Kamera. Warum bin ich nicht gleich da rein? Genau, hier ist das Kamerahaus. Na, nanu. Aber das ist ja eine ganz formidable Box, ist das hier, die du da hast. Ich könnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Und wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. So, der lässt uns jetzt vorbei. Und ich glaube, wenn ich mir die Bilder angeguckt habe, da sind schon geile Bilder dabei, das muss man schon sagen. Also, die Ideen dahinter. Hohoho, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht zu erschrecken, mein Freund. Gräme dich bitte nicht weiter. Es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, bevor ich das große weite Meer, immer mit einem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Hier die, die Schleime. Sind das der Blue Shrine? Ja. Das hier ist irgendwo eine Insel mit einem Ferienhaus. Großer Turm. Das ist unsere Heimat. Sehr gelungen. Das ist Präludien. Ich habe sie gemacht, als ich jung war. Ein bezauberndes Mädchen gab es dort auch. So, wenn er in seiner Jugend die Bilder gemacht hat, wenn es dort ein bezauberndes Mädchen gab, dann bin ich sehr gespannt, welches Mädchen er meint. Soll ich dir verraten, wie du die besten Lichtbilder machst? Gewisse Entfernung, bladibla, zumsuna. Ja. Das Problem ist, ich will noch von dem eine bestimmte Sache hören. Muss ich da Nebeneingang in sein Haus benutzen? Weil er gibt mir die Möglichkeit, später Farbbilder zu machen. Leiter hoch. Und die Farbbilder will man früh genug haben,
Ne, das war die falsche Leiter. Welche Mauer war das denn? War hier was? Nö. Mit der Gang will ich erstmal nicht reden. Die ist doof. Das hier war nur das Gefängnis. Jetzt bin ich gerade kurz überfragt. Wie kam ich da hoch? Wie kam ich da rein? Habe ich da Items gebraucht? Es wäre natürlich blöd, ich würde eigentlich Farbbilder machen können. Ah gut, ich würde sagen, ich beende die Aufnahme. Wir gehen nochmal da rein. Und ich beende die Aufnahme und kann ja dann recherchieren kurz. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht jetzt. Fotoboxen, Lebenstraum, bla bla bla. Möchte ich diese Insel nicht mehr verlassen. Ah! Möchtest du vielleicht mein Assistent werden und mir bei meiner Lichtbildrevolution helfen? Oh ja, gerne. Oh, ist doch so recht dein Ernst. Aber bitte mach dir keine Illusion. Es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen handumdrehen und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das zu? Ja und ob? Schön, schön, so soll es sein. Wie war der gleiche Name? Kamera. Gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle zu lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Kabarak. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief. Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht so müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihm seine Angehimmelte schon mit Körben behäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Persistenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem zu sehen ist, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf dir solch eine Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. So, wir haben jetzt unsere erste Aufgabe. Und das ist schön, weil jetzt beende ich auf jeden Fall die Aufnahme. So. Speichern. Speichern. Es wird gespeichert. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.